Ja, genau. Er packt sich hin, aber Hauptsache er wird noch weggemessert. Nee, ist klar. Ja, alles klar. Sind wir schon wieder Weltmeister im Bescheißen? Ja? Fängt es schon wieder an? Ja? Sind wir schon wieder so weit zu bescheißen? Hm? Freundchen? Ich hasse es, wenn meine Gegner schummeln. Ich hasse es. Ach komm, gönn ihn das Kraftwerk. Bau abgeschlossen. Viel lieber würde ich seinen Bauhof wegkriegen, aber. Ja. Ich glaube, das kann ich knicken. Vor allem, weil er da noch schon eine Werft hat. Ja, war klar. Ja, das wird nichts. Ja, ja, ja. Danke. Ja, ja, ja. Komm. Ja, danke. Danke. Ja, war klar. Nee, das wird nichts. Dafür sind die Alliierten. Scheiße. Nee, dafür sind die Alliierten zu langsam. Die sind zu. Das ist tatsächlich ihr großes Manko. Die Alliierten sind, haben so ein starkes Arsenal, aber sie sind so lahmarschig im Aufbau. Sowas von lahmarschig dagegen. Deswegen liebe ich auch das Reich der aufgehenden Sonne so sehr, weil sie sind schnell, sie sind flexibel und sie hauen rein. Das hast du bei den Klobköpfen leider nicht. Der Sea-Wing ist eine echte Schönheit für mich. Ja. Er kann schwimmen, er kann fliegen und tötet, was er töten soll. Ja, du kannst auch schwimmen, aber nur mit Schwimmflügeln. Auf die Fresse fliegen kannst du auch hervorragend, wie ich ja gehört habe. Ne? Gerüchten zufolge. Wir müssen halt verhindern, dass er den Sea-Wing einsetzt. Ich glaube, soweit sind wir uns einig. Ich will es versuchen mit der japanischen kaiserlichen Infanterie, weil die Infanterie hier ist einfach Gold wert. Kann man, so, kann man sagen, was man will. Die, ja, der japanischen Infanterie machst du nichts vor. So schnell nicht. Panzerknacker. Panzerknacker. Notfalls baue ich noch ein paar Bogenschützinnen, sollte er es tatsächlich schaffen, ein paar seiner geliebten Sea-Wings zu bauen, weil die sind leider sehr gut gegen Infanterie. Das kommt nämlich auch noch dazu, erschwerend. Aber wir müssen zumindest den ersten Shinzo schon mal davon abhalten, dass er Produktion hat. Also Werft und sowas sollte er möglichst nicht haben. Sagte er und er hat schon... Ja, super. Genau das wollte ich vermeiden. Ich frage mich immer wieder, wie er das macht. Wie schafft er das? Ja, das KI. Der ist so unmenschlich schnell, da kommst du nicht hinterher. Und das hasse ich so, dass die KI immer solche Vorteile hat, die so entscheidend sind. Mann, ey. Das ist so unfair. Warum kriegt die KI keinen Malus dafür? Die KI müsste zumindest mal einen Nachteil kriegen, dass sie nicht so schnell bauen kann. Nix da. Ja, wir regeln das schon. Haut ihm seinen MBF weg. Es darf nicht abhauen. Okay, damit hat dieser Shinzo schon mal gewaltig an Gefahr verloren. Auch wenn er leider immer noch einen Dock hat. Und das müssen wir ihm auch noch weghauen. Dann ist er wirklich keine Gefahr mehr. Okay, weiter, 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 weiter. Vorwärts, weiter. Lass den erstmal stehen. Können wir uns nebenbei kümmern? Oh, oh. Die Zeit ist knapp schon wieder. Warum muss die Zeit auch so knapp sein, verflucht? Geht dahin erstmal. Warum muss die Zeit so scheiße knapp sein? Ich weiß es nicht. Ihr seid Team 1, Jungs. Vorwärts.
Stützpunkt entdeckt. Und er hat Archer. Ja, ist klar. Ja, 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 ja. Danke. Ja, ist klar. Super. Und er hat die Sea-Wings. Und damit hat sich die Scheiße schon erledigt. Dankeschön. Gut. Also fahren wir die übliche Taktik. Der Sea-Wing ist eine echte Schönheit für mich. Ja, mach. Er kann schwimmen, er kann fliegen. Ja, du kannst auch schwimmen wie ein Walross. Ja. Du kannst auch auf die Fresse fliegen. Erzähl mal was Neues. Du nervst. Ist das eine Scheiße, echt? Musst du echt schon wieder McTangos bauen und... Oh. Es geht nicht anders, Leute. Es geht nicht anders. Ich hab's versucht mit Infanterie. Geht nicht. Beziehungsweise geht schon, frisst aber extrem viel Zeit. Und die haben wir nicht. Wie ihr wisst. Deswegen, wir müssen uns ranhalten. Also, Luftwaffe. Luftwaffe ist leider das Beste, was die Japaner zu bieten haben. Es ist leider so. Ich kann nichts dafür. Ich hab's mir nicht ausgesucht, Leute. Doch, habe ich eigentlich schon. Ich hätte auch einfach sagen können, ich Let's Plays nicht, aber nee. Es gehört dazu. Das muss sein. Das muss sein, Freunde. Das muss sein. Schön zu Sea Wings. Ja, er wird auf jeden Fall welche haben. So viel steht fest. Leider. Das wird sich nicht verhindern lassen. Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Das Einzige, was ich aber verhindern kann, ist, dass seine blöden Explosionsdrohnen rumnerven. Das lässt sich verhindern. Ich werde ein paar Tengus bauen. Ne? Aber wie gesagt, wir werden die Japaner wahrscheinlich sowieso noch öfter sehen, weil die sind einfach unheimlich flexibel. Und das ist halt das ganz Entscheidende bei solchen Challenges. Die Flexibilität muss stimmen. Das hat man ja bei den Alliierten gesehen. Die sind so derart schwerfällig, dass da geht gar nichts. Die haben zwar ein mega geiles Arsenal, aber das war es dann auch schon. Die fressen so viel Zeit. Na, Mädels? Nö, machen sie nicht. Habe verstanden. Den da, ja. Danke. Ja, 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 ja. Findest du meinen Sammler toll? Ja? Schön. Freut mich. Bau abgeschlossen. Neue Bau. Oh, leider bringt mir das nicht viel. Ausbildung. Wunderbar, Mädels. Mein Bogen gehört Ihnen. Archer ist einsatzbereit. Eine muss reichen. Feindliche Einheiten entdeckt. Und noch mehr von denen. Wird gebaut. Nee, ich klinge nicht zufrieden. Das hört ihr richtig. Ja, ihr seid lieber Flieger. Da ist er noch eine Explosionsdrohne. Ich habe die zwar auch, aber ich benutze die nie. Wozu auch? Aufklärung brauchen wir nicht. Nicht wirklich. Im Fall von Spionen wäre es schon vorteilhaft, aber nö. Apropos Spione, mir fällt gerade ein, das mit den Spionen habe ich verwechselt mit den Shinobi. Die Shinobi-Mission war das, wo wir die Twin Blade brauchen. So war das. Das habe ich gesagt. Na, ist egal. Feindliche Einheiten entdeckt. Na, schon die erste Sea-Wing losgejagt? Ja, natürlich. Ein Sammler wird angegriffen. Ja, 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 ja. Und sobald ich da bin, oder auch nicht. Braver Junge. Abgeschlossen. Und jetzt werden wir Striker ohne Ende bauen. Ein Sammler wird angegriffen. Auf dass er auf die Fresse kriegen möge. Und natürlich hat er das. Er hat immer dieses Kamikaze-Upgrade. Immer. Oder fast immer. Das hat er oft. Das benutzt er gerne, leider. Das Kamikaze-Upgrade. Und tschüss. Noch mehr Sea Wings. Ja, aber die Striker sind Luftabwehr, also, wie gut, dass ich die gebaut habe, echt.
Jo! Direkt in eine meiner Bogenschützinnen rein. Das ist aber nicht sehr nett. So, und los, Jungs. Schnappt euch gleich direkt den östlichen. Habe ich euch markiert? Ja, habe ich. Ich vergesse das nämlich gerne. Leider. Ich bin ein alter Mann, lasst mich. Und da schickt er schon den nächsten los. Ja, natürlich. Oh, diese Bogenschützinnen, ne? Ich mag sie ja auch, ne? Aber warum musst du sie haben, ehrlich? Kannst du die nicht mal einfach gestrichen kriegen, ehrlich? Ich finde, du hast sowieso schon Streitkräfte, die stark genug sind. Ehrlich. Dann hast du deine üblichen KI-Vorteile ja auch noch. Na, wenn das mal jetzt nicht ein Fehler war. Mensch, transformiert euch doch wieder. Danke. Lass ihn erstmal. Ja, natürlich. Mädels! Da ist ein Feind. Holt den runter, Mensch. Das ist euer Job, dafür habe ich euch eingestellt. Ihre Angriffe schrecken mich nicht. Ja, natürlich holt er einen meiner Leute runter. Jetzt den Bau hoch. Sehr schön. Jetzt direkt die Werft, wenn wir sie finden. Wo ist sie? Da. Da. Sogar verbessert schon. Oh! Weg da! Ja, alles klar! Leichter Hof von Größenwahn, hm? Was ist das hier? Lass ihr euch schon wieder abschießen, ja? Wie immer. Oh Mann, ey. Ja, alles klar. Aber was ist das da mit euch? Oh, die lassen sich da runterholen, ey. Ich glaub's nicht. Oh, ich hasse sowas, ey. Ich hasse Einheiten, die sich runterholen lassen. Ja, super. Wunderbar, Leute. So ein Scheiß können wir uns echt nicht erlauben hier. Ah, er hat schön seine Sea-Wings da versteckt. Super. Echt. Echt klasse, Jung. Hast du fein gemacht. Feige Sau, Ellie. Ja, natürlich. Ja, auch noch. Wunderbar. So, so viel dazu. Jetzt schnappen wir uns den oberen Arsch. Der natürlich auch noch weitere Sea-Wings hat ohne Ende. Nein, ich drücke nicht Alarmstufe Rot. Das kann ich mir nämlich nicht erlauben. Ja, alles klar. Jungs, haut die Tussen da weg. Gut, dass er keine Waffen, keine Mech-Plattform hat. Echt, das ist echt gut. So. Spawnen und angreifen. Mach den kaputt, die Sau.
Ja, super. Lande genau in meinen Leuten drin. Das ist eine gute Idee. Super. Weltklasse, echt. Weiter. Ihr sollt angreifen, Mensch. Nicht träumen. Weiter. Ja, schlachtet meine Leute ruhig nieder, wenn dir das gefällt. Wird dir auch nichts bringen. Und runter. Zerstört seine Reste. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind drüber. Nein! Nein, 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 nein. Zählt nicht. Wir sind drüber, zählt nicht. 9 Minuten 15, wie soll ich das denn machen? Die sind ja witzig, echt. Wie soll ich das denn machen? Da träumt ihr aber total, ne, Freunde? Also da träumt ihr ja richtig. Wie soll ich das denn schaffen? Wir waren so gut, aber diese Scheißzeit! Mann! Diese Scheißzeit! Mann! Und nein, ich will das gleich auf Gold schaffen, nicht so ein Scheiß hier. Oh, Mann. Ärgert mich. Was ist das denn hier? Keinen drin. Oh, Scheiß. Der größte Vollpfosten von allen. Och, nee. Ausgerechnet der Idiot. Na gut, gucken wir mal. Hier lernen viele der angehenden Spione der Alliierten die Kunst der Verkleidung, Infiltration, Bestechung. Außerdem lernen sie Schwimmen, Fliege binden und vieles mehr. Zu ihrem Glück gehören Waffen nicht zum Programm. Wenn sie ihre Karten richtig ausspielen, sollte es ein leichtes sein, ihnen ihre Selbstgefälligkeit auszutreiben. Machen sie dasselbe auch mit Commander Giles, dem befehlshabenden Offizier. Diese Operation dürfte uns wichtige Einblicke in das Spionagenetzwerk der Alliierten gewähren. Jo. Machen wir folgendermaßen. Ich wüsste nicht, dass ich sie kenne. Aber wenn sie wissen, was gut für sie ist, sollten sie lieber von hier verschwinden. Du bist ein Trottel. Du bist einfach nur ein Trottel. So. Ich hab's jetzt gesagt. Überraschend, dass die Karte so riesig ist. Ja, ja. Schon klar. Ärgert mich gerade mit Shinsos. Ärgert mich. Ja! Natürlich! Also irgendwie, heute ist irgendwie der Wurm drin, sagte er, wo die ersten Missionen voller Erfolg waren. Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Irgendwie finde ich das nicht schön. Ich wüsste nicht, dass ich sie kenne, aber wenn Ach, sie wissen, verpiss was dich. Ist, sollten sie lieber halt die Fresse, du scheiß Arschloch. Ehrlich, verpiss dich einfach. Mann, ich hasse dich, Giles. Aus tiefster Seele hasse ich dich. Echt. Keiner ist so unfähig wie du. Verbesserte Raketenmagazine Upgrade autorisiert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Raffineriekern bereit. Kernstationierung bereit. 4 Minuten. Wie soll ich die Scheiße schaffen? Sollte nicht ganz so schwer werden wie mit dem Sea-Wing. Das mit dem Sea... Das ärgert mich. Ich hasse es, es ärgert mich einfach. Oh, Mann. Es ärgert mich gerade so hart, das glaubt ihr nicht. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Es ärgert mich so hart gerade, echt. Das macht mich fertig gerade. Na, wie viel Zeit haben wir schon verplempert? Zu viel eigentlich. Kein Halt ist groß. Zeigen Sie mir meine Beute. Ich diene den Häusern. Ich jage Kampfverrat. Oh ja! Kein Halt ist groß.
Mensch, greif doch an, Mensch! Nicht da rumjockeln wie die Vollidioten. Das ist Giles Aufgabe. Er ist so doof. Nicht ihr. Ah, mit ihren Schildern schützen die Feinherren sich auch noch. Ja, super. Oh, nicht mal das kriegen sie. Mann. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Echt. Das ist doch scheiße. Echt. Ich hasse Zeitdruck. Mann. Ich kann mit Zeitdruck überhaupt nicht umgehen. Ich hasse sowas.